seit dem letzten Update in dieser Season Version 28.3.0 haben wir jede Menge neue Story Quests bekommen und zwei von diesen Kategorien sind tatsächlich geheim. Einmal vermisste Bananenschilder und Sensoren an Orten der hohen Gesellschaft. Und bei jedes dieser abgeschlossenen Aufträge bekommt ihr jeweils 15.000 Erfahrungspunkte. Zum Beispiel könnt ihr jetzt als geheime Aufträge Poster platzieren. Insgesamt 6 davon, Freunde, an mehreren Bahnhöfen. Genau das, was ich gerade gemacht habe, einfach an jedem Bahnhof. Zum Beispiel hier bei Classic Courts, dann in der Nähe von Lavish Lair, in der Nähe von Pleasant Piazza, direkt über Snooty Steppes, unter Fencing Fields, bei Reckless Railways und hier oben, wie gesagt. Also, das sind eben mehrere Poster, die ihr platzieren könnt und dann gibt es nochmal Sensoren, Freunde. Ich habe diesen Auftrag schon leider abgeschlossen, aber dafür müsst ihr einfach an einen Ort der hohen Gesellschaft gehen. Also, an jedem Ort, wo ein Boss ist. Das ist Lavish Lair hier oben, Reckless Railways, Grand Glacier, Fencing Fields und Snooty Steppes. Da, wo die ganzen Medaillons auch markiert werden auf eurer Map. Und jedes Mal, wenn ihr nah genug am Ort seid, wird mit einem Ausrufezeichen dieser Sensor markiert, den ihr platzieren müsst, um nochmal 15.000 Erfahrungspunkte zu bekommen. Diese Aufträge sind nicht in eurem Questmenü, sondern geheime Story-Aufgaben, um die Story dieser Season mit der Entführung von Charlie voranzubringen. Und dann gibt es neue Trefferaufträge, die lauten in eurem Questmenü vom Himmel geholt. Da seht ihr auch Vergeltung Jones aus dem aktuellen Battle Pass. Die habe ich leider schon abgeschlossen, aber auch hier bekommt ihr jedes Mal 15.000 Erfahrungspunkte, wenn ihr einen Auftrag davon abschließt. Am Ende werdet ihr auch mit einem Ladebildschirm belohnt, in dem Shadi tatsächlich von Fencing Fields von Jones gerettet wird. Der erste Auftrag lautet: sichere Eroberungspunkte, Sturmvorhersagetürme oder Kampfvorräte. Und diese Kampfvorräte sind ja random auf der Karte verteilt, also das sind ja diese Art von Loot Drops in Chapter 5 und auch in Chapter 4 schon hinzugefügt. Ihr müsst einfach schon mit diesem Kampfvorrat interagieren, dann habt ihr schon Fortschritt in diesem Auftrag gemacht. Eroberungspunkte könnt ihr derzeit nur bei der fliegenden Insel machen, die dann random in eurem Match irgendwo auftaucht. Das heißt, ihr müsst nach oben dann diesen Eroberungspunkt einnehmen. Oder Sturmvorhersagetürme. Und es gibt jedes Mal in einer Runde 3 von diesen Sturmvorhersagetürmen. Da müsst ihr die Handlanger und den Boss eliminieren, der dann die Zugangskarte hat. Und diese Zugangskarte müsst ihr dann beim Sturmvorhersageturm scannen, um auch hier Fortschritt zu erlangen. Das ist der erste Auftrag. Dann müsst ihr Gesellschaftstresore, also Tresore der hohen Gesellschaft, öffnen, um Charlie zu suchen. Und dafür braucht ihr die Medaillons der Bosse, also zum Beispiel hier Montague eliminieren, sein Medaillon nehmen, zum Tresor des Ortes gehen und dann vor dem Tresor scannen, um in den Tresor zu gehen. 3 davon müsst ihr öffnen, also an 3 verschiedenen Orten. Oder ihr könnt das 3-mal am selben Ort machen, in verschiedenen Runden. Dann habt ihr auch diesen Auftrag erledigt. Medaillons der hohen Gesellschaft einzusammeln ist eigentlich dasselbe, also Bosse eliminieren und dann die Medaillons einsammeln. 3 davon reichen, um die Quest zu erledigen. Das sind tatsächlich die Quelle der Bosse, von denen sie ihre Kraft ziehen. Also wird das auch bei der Suche auf Charlie nützlich sein. Dann müsst ihr taktische Legionsoldaten und schwere Legionsoldaten eliminieren. Die taktischen Legionsoldaten sehen folgendermaßen aus. Ihr könnt auch die hier beim Sturmvorhersageturm eliminieren. Also der hier ist ein taktischer Legionsoldat, das wird ja auch bei dem Eliminierungsfeed angezeigt. Wenn ihr den hier eliminiert, das ist ein schwerer Legionsoldat. Aber der hier, das ist ein Elite, Freunde. Die in Rot sind eine taktische Legion Elite und die dann in ja eher schwarz-grauen Tönen sind dann diese taktischen Soldaten. Ihr müsst jeweils 10 taktische Legionsoldaten und 10 schwere Legionsoldaten eliminieren. Dann habt ihr auch diese beiden Aufträge abgeschlossen. Und dann müsst ihr die einzelnen Anführer der hohen Gesellschaft nach und nach eliminieren, also die Bosse selbst. Und dafür braucht ihr jede Menge Loot, Freunde. Ihr müsst auch bei voller Kondition sein, weil die Bosse sich tatsächlich wegen ihrer Medaillons regenerieren können. Zuerst Oscar, Valeria, Nisha, Montague und das war's dann auch. Das waren die Quests, Freunde. Ihr bekommt jede Menge Erfahrungspunkte und einen Ladebildschirm und natürlich war das auch hilfreich, um die Story für diese Season zu erklären, wie Charlie gerettet wird. Und die Bosse werden ja sowieso markiert. Oscar ist bei Lavish Lair, Reckless Railways hat Valeria als Boss, Grand Glacier, Montague, Fencing Fields, Nisha und Snooty Steppes, Peter Griffin. Aber der ist in den Quests nicht als offizieller Kanon-Boss markiert. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, Freunde. Das sind eigentlich mega einfache Aufträge, braucht man kein Video zu machen. Aber ich wollte euch trotzdem auf den neuesten Stand bringen, weil ich das im letzten Video nicht erwähnt habe, dass es neue Story-Quests gibt. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal.